Ein wunderschön und herzlich willkommen zu unserem kleinen Let's Play from the Mind Test auf dem Carpenter Server. Nee, Quatsch, auf dem Isabel Server. Tja. Der hat zwar auch den Captain Map Gen, soweit ich weiß, aber trotzdem. Pilze, Pilze! Pilze for life. Guck mal, da ist auch eine Höhle. Aber wie gesagt, wenn wir auf Minentour gehen wollen, dann müssen wir uns mal richtig vorbereiten dafür. Das heißt, zum einen ein bisschen Nahrung, zum anderen vor allen Dingen aber auch ordentlich Werkzeuge. Da ist auch eine Mine. Wir haben also ein paar Sachen, wo wir durchaus schon mal reingehen können. So minentechnisch. Rüstung haben wir leider noch keine. Ich spiele übrigens gerade ohne Kamera. Ja, warum sagt mir das denn keiner? Ja. Da ist schon mal die. Da ist schon die. Da ist schon. Ist das schon? Die Brücke des Vertrauens. Kauft sie noch heute und sie bekommen nichts. Warum sind ja eigentlich so viele Öfen? Aus einem besonderen Grund ist hier was versteckt drin. So Überraschungsöfen. Keine Ahnung. Who knows? Wer weiß, was sich Falco da schon so gedacht hat. Guck mal, da ist auch eine Höhle direkt bei uns in der Nähe. Können wir da ja mal reingehen? Auch wenn die jetzt nicht so groß aussieht. Oder wir baggern uns einfach bei unserer Wohnung mal ein bisschen nach unten. Gucken, ob wir da direkt auf eine Höhle stoßen. Wäre jetzt auch nicht so das Problem. Was bringt mir das? So. Jo. Sind wir schon wieder da? Das ging ja doch einigermaßen nicht allzu langsam. Hoch. Du schaffst das schon. Okay. Das heißt, wir. Was haben wir eigentlich gemacht? Ach so, genau. Wir wollten nur zum Spawn gucken, ob wir da was kaufen können. Ging aber nicht wirklich, weil man da Eisen brauchte. Das ist total belämmert. Gut, dann machen wir jetzt Folgendes. Wir gehen erstmal unten, da hinten, an den Strand. Und pflanzen da mal ein paar Sachen ein. Also das, was wir hier haben, diese drei Dinger da. Beziehungsweise das können wir eigentlich erstmal sein lassen. Weizensamen und das Ding machen wir erstmal primär. Ja. Du kannst rein. Die Blätter hier können auch alle erstmal weg. Dankeschön. Sehr nice. So. Ja, dann nehmen wir mal ein bisschen Cobblestone. Dann machen wir uns mal eine Hoe oder 2 oder 500. Dann brauchen wir Erde, haben wir dabei. Dann brauchen wir die ganzen Saplings, die wir einpflanzen wollen. Der Reis machen wir auch gleich mal, wenn wir schon dabei haben. Und viel mehr können wir eh noch nicht machen. Nö. Ist ja doch recht überschaubar. So, dann haben wir also 8, dann haben wir 6, dann haben wir also 14 Felder, die wir brauchen. Mal gucken, ob wir gleich ein bisschen ein paar mehr machen oder ob wir 14, also wirklich erstmal nur 14 Felder nehmen. Die Frage ist doch, wo wir unsere Felder überhaupt machen.
Die ging da, weil da ist ja so eine kleine Landzunge. Die wäre ja, oh Mann, Alter, die wäre ja dafür prädestiniert, vor allem wenn wir die noch ein bisschen abflachen, können wir hier ein bisschen Terraforming machen, den gesamten Berg hier abtragen, also die gesamten kleineren Hügel hier abtragen und dann können wir hier so schön Feld machen. Das wäre eigentlich gar nicht mal so eine schlechte Idee, oder? Ah ja. Sobald wir Eisen haben. Jetzt machen wir erstmal, wir haben keine Schippe dabei. Ach, scheiß jemand dann. Weißt du was? Wir tragen den Sand hier erstmal auf. Hier ist ja sowieso ein bisschen Zuckersand zu viel. Nutzen wir die Gelegenheit gleich mal, um hier. Oh! So ungefähr. So, aho. Ja. So ungefähr. So, das sollte dann auch fast von der erreichen. Ich weiß nicht, ob die hier, die müssten, doch, genau, die müssen auch alle feucht sein, weil hier das Wasser weit genug rangeht. Können wir jetzt hier einfach mal ein paar Sachen pflanzen. So und so und so. Oh, das war schon. So und perfekt. Wie gesagt, den Hügel, den tragen wir dann später ab und dann machen wir es genau komplett hier als Feld. Das wird geil. Dann machen wir noch ein bisschen unterirdisch den Wasser hin, damit's, ne, damit das so aussieht, wie wenn da überall feucht ist, obwohl es ja technisch gesehen halt immer nur drei Felder reicht. Aber da können wir ja ein bisschen tricksen. So, jetzt haben wir die Sachen schon mal eingepflanzt. Da können die jetzt schön wachsen da, wie sie wollen. Wie sie lustig sind. So, dass wir die der Sachen dann langsam vermehren können. Und wir bereiten uns erstmal ein bisschen auf eine Höhle vor. Glücklicherweise haben wir sogar schon ein bisschen Kraftfutter. Das werden wir in der Höhle auch gebrauchen. Wir brauchen auch eine Schippe. Echse sowieso. Holz. Naja, eher weniger. Ich nehme aber mal so ein Stack mit. Für den Fall der Fälle. Oh, wir haben Rosinchen. Wisst ihr was? Da klatschen wir uns auch gleich mal rein. Dankeschön. Nein, die Blätter bitte da unten. So. Aha. Okay. Dann die Kohle nehmen wir auf jeden Fall mit, damit wir uns Fackeln bauen können im Fall eines Falles. Cobblestone brauchen wir eigentlich keinen, bauen wir ja ab. Und noch haben wir Spitzhacken. Das heißt, wir brauchen erstmal keine Werkzeuge neue. So, dann. Ist unsere Kiste auch schon fast voll. Oder besser, sie ist voll. Das ist ja nicht so geil. Jo. Okay, dann gehen wir mal auf in eine Höhle. Ich habe hier vorne ja irgendwo eine gefunden, gesehen. Da gehen wir auch direkt mal rein. Wir haben noch 5% Panzerung. Ich hoffe mal, wir werden nicht direkt von einem Monster weggesnackt. Okay, das hier ist keine Höhle. Blätter. Überall Blätter. Aua. Ja, schon haben wir nur noch 4% Rüstung. Easy, das geht ja relativ schnell. war denn die Höhle? War nicht hier vorne irgendwo? Oder nicht? Oder war das das kleine Ding, was wir da gerade gesehen hatten? Ach ne, hier. Ah, hier. Ah, ja. Das sieht doch schon besser aus. Ach du Kacke. Okay. Wir hätten Leiter mitnehmen sollen. Scheiße, wir hätten Leiter mitnehmen sollen. Ah, scheiße. Okay, gehen wir nochmal schnell zurück. Wir brauchen Leitern. Ohne Leitern wird das Ganze hier nichts. Siehst du, können wir uns auch direkt ein paar Bananen mitnehmen.
Bananen züchten werde ich jetzt wahrscheinlich bei uns nicht, einfach weil hier sowieso schon massig Bananen wachsen. Also da müssen wir nicht nur bei uns Bananenbäume irgendwo aber, oh Gott, das ist auch noch eine Höhle. Holla die Waldfee. Okay, vielleicht haben wir doch ein bisschen mehr Glück. Aber hier sieht es auch nicht so aus, als wenn die hier tief runter geht. Das ist eher nur eine waagerechte Höhle. Ah, hier könnte es vielleicht doch noch ein bisschen tiefer gehen. Ja, aber auch auf jeden Fall schon mal viel, 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 viel Kohle. Die können wir auch direkt mal mitnehmen. Guckt mal an, hier direkt Kohle, Alter. Das ist ja schön. Hört er gar nicht mehr auf hier. Das hört er überhaupt nicht mehr auf. Was ist denn hier los? Ja, holy moly, what the fuck is going on? Oh, das war's auch schon. Okay, schade. Voll wenig Kohle gerade mal hier. Ist ja nichts. Ja. Da kommen wir erstmal nicht ran. Aber da oben kommen wir ran. Oh, das ist Erde. Okay, reicht erstmal. So. Ab nach Hause. Alter, 4% Panzerung ist ja gar nichts. Da können wir gleich uns freiwillig ergeben, sobald ein Monster kommt. Ich meine, gut, bei meinen Kampfskills, da brauche ich auch gar keine Rüstung. Wenn ich komme, dann rennen die Monster freiwillig weg. Einfach aufgrund meines spirituellen Drucks. Oh mein Gott, Ronny, du hast Bleach geguckt. Was ein scheiß Anime. So, wir haben genug Bananen. Haben wir mittlerweile 29. Reicht aus. Wir müssen schnell nach Hause. Unsere Leitern holen. Boah. Einfach mal die Maus weggekickt. Oh. Oh, Alter, hier ist ja so viel. So nice. Okay, gibt es noch ein paar Höhlen direkt in unserer näheren Umgebung. Ich meine, die Hälfte davon machen jetzt nicht unbedingt den Eindruck, als wenn sie relativ groß wären. Aber wir haben zumindest schon mal zwei Höhlen, die den Eindruck erwecken, dass sie relativ weit, also relativ groß sein könnten, wenn sie denn wollten. Ich hoffe, sie täten auch gut daran. So. Du kannst, nee. Die brauchen wir. Dafür kannst du weg. Und wir haben nochmal fünfmal Saplings, die wir unten direkt einpflanzen können. Ansonsten haben wir hier noch. Nö, alles andere können wir hier nicht lassen. Ja. Irgendwie hier so in der Umgebung stockert ein bisschen heute das Gefühl. Immer wenn ich hier so hoch gucke, da. Ja, achso, wahrscheinlich die ganzen vielen Bäume da hinten in der Ferne. Das zwingt denn doch schon ganz schön in die Knie. Welche Sichtweite habe ich denn gerade überhaupt? Ach, 200 Grad mal. Sehr suspekt. Sehr suspekt. Sehr suspekt. Ah ja. Da. Na dann. Gehen wir mal auf zur nächsten Höhle. Hier ist ja unsere selbst gebaute Höhle, unsere selbst ausgehobene, vielmehr. Man kann ja eine Höhle nicht wirklich bauen. Also hier müsste jetzt gleich eine kommen. Genau, das war die wir jetzt gerade zuletzt gesehen hatten. Dann leuchten wir doch mal aus. Wir haben 12 Fackeln. Sollte so fürs Not. Och du, ach du Scheiße. Okay. Das geht hier hart runter. Hart. Okay, duckt jetzt. Dann kommen jetzt direkt mal unsere Leitern zum Einsatz. Finde ich ja sehr schnieke.
Was natürlich noch geiler wäre, wären hier so eine Seile, ne? Aber ich glaube, das wird uns auf kurz oder lang erstmal unvergönnt bleiben. Weil dafür brauchen wir halt Wolle. Und noch irgendwas. Nein, keine Fackel. Oh, tschüss, Fackel. Schreib mir Briefe. Autsch. Ja, verdient. Einfach verdient. So, Achtung, wie gesagt, ne, Monster. Ich sollte also nicht zu weit in dunkle Gebiete vordringen. Und die Höhle auch einigermaßen gut ausleuchten, weil da können zum Beispiel Monster spawnen. Gerade diese ganzen Mesemonster zum Beispiel, die spawnen ja gerne auch über einem. Und nicht immer nur auf Boden, auf Bodenlevel. Wie war das? Nach 3 Sekunden heißt es wieder, dass sie sind 100 Meter gefallen. Wir sind gefickt. So, mal schauen hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Können wir uns irgendwie runterbauen? Nee, ne? Ja, komm. So, haben wir hier wieder Leitern. 26 haben wir noch. Ach, so tief ist er ja gar nicht. Oh, paar Blümchen. Oh Gott, unsere letzte Fackel. Und es geht halt noch viel, aber hier kommt Sandgebiet. Und das wiederum bedeutet, dass wir, upsala, hier wahrscheinlich nicht so viel mit Rohstoffen rechnen dürfen. Fuck, wir brauchen halt mehr Fackeln. Bringt ja alles nichts. Lass mich hoch, lass mich rauf. Wenigstens haben wir hier Kies. Wir können also Kies abbauen. Fackeln. Ach, komm her damit. Warum nicht? Früher oder später, wenn wir sie eh brauchen. Tschatsch. Aber gleich mal ein bisschen Kies, damit wir uns denn unseren Weg da ausbauen können, der uns da so vorschwebt. Oh, haben wir direkt Kohle. Gut, ich meine, Kohle brauchen wir jetzt nicht unbedingt, ne? Da haben wir genug andere Quellen, wo wir Kohle herbekommen. Uns geht es jetzt primär wirklich um Eisen. Von daher. So, ich würde mal sagen, wir leuchten mal hier in die Richtung weiter aus. Boah, Alter! Hab ich mich aber gerade hier erschreckt. Schnauze. Vor allem, weil er halt so rot war und ich dachte erst, die Blume bewegt sich da hinten. Scheiße! Ja, immer diese IKEA-Messer. Das ist ja hier. Haltbarkeit 3 Minuten. Ist das Ding weg. Uah. Bitte drop Eisen. Was? Hat er gerade Stein gedroppt? Was ein Hurensohn. So. Ach stimmt ja. Ich dachte, die Dinger wachsen immer auf Eisen, aber die wachsen ja auf Kohle, nicht auf Eisen. Scheiße. Schade, ich dachte, das wäre quasi ein Glücksindikator. Dass da, wo die Dinger wachsen, wir Eisen bekommen. Aber nope. Dem ist dann wohl offensichtlich nicht so.
Ja, nö, sieht hier nicht so geil aus mit Eisen, ne? Ich höre Wasser. Okay, hier hinter dieser Wand scheint wohl Wasser zu sein. Nicht, dass mich das wirklich interessiert, aber gut zu wissen. Oh, Alter! Holy Crap, Holy Crap, Holy Crap! Wesemonster! Ach komm, auf in den Kampf! Was? Er kann. Hä? Wieso kann er durch den Sand durchschießen? Aua! Aua! Du Monster! Du Monster! Du Monster! Stirb doch jetzt endlich mal! Oh, okay, wir haben zumindest ordentlich Mäuse bekommen. Naja, gut, ein Kristall. Ist es nicht die Welt? Licht. Wie sieht es denn hier mal aus mit Eisen? Da geht es noch tiefer runter. Sehr schön. Nur ein bisschen sehr steil. Weil wir müssen auch immer noch dafür sorgen, dass wir auch wieder rauskommen. Relativ einfach. Und da weiß ich nicht, ob das sich das hier so gut lohnt. Hey, du gehst mal dahin, dann kann ich dich nämlich abbauen. Ja. Verdient. Okay, jetzt schon mal Silber oder was auch immer. So. Aber kein Eisen at all. Da oben ist. Ah ne, ist bloß eine Blume. Das kann doch nicht wahr sein. Kein Eisen. Und wir haben gerade noch 6 Fackeln. Das ist deprimierend. Ja, nur hier geht es wieder hoch und damit sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass wir Eisen bekommen. Nicht, dass sie so schon sehr hoch war, aber jetzt ist sie halt noch niedriger. Ah, ne. Okay, können wir mal die Mine hier sein lassen, da die ist dann scheinbar nicht so prädestiniert, wie ich gehofft hatte. Schade eigentlich. Dunkel in Berlin. Da. Ach, hier Springkünste hier. Oh nein, ich habe noch eine Fackel vergessen. Fuck my life. Hör ich gerade Monster? Ich glaube, ich habe gerade Monster gehört. Nö. Wie komme ich da hoch? Da hinten. So, hier geht's hoch, dann geht's hier hoch. Dann geht's hier wieder hoch. Hier geht's hoch. Nein! Hier geht's hoch. Dann geht's hier hoch. Da. Perfekt. Ich bin der Bergerklimmerer. So, hier können wir uns mal ein bisschen Kohle mitnehmen. Wobei, mal gucken, wo es hier lang geht. Aber ist ja auch wieder relativ hoch, das heißt. Unwahrscheinlich, dass wir hier jetzt. Oh, hier geht es aber wieder hart runter. Ja, bei Sand Sachen hinbauen ist gefährlich. Sollte man vielleicht nicht machen. Was macht der denn hier? So. Okay. Ich kann
kann die aber auch nichts für eine Leiter anbauen, ne? Das ist eher schlecht. Das Einzige wäre vielleicht, wenn ich die Dinger hier abbaue. Dann könnte ich jetzt so ungefähr hier einen Stein hinbauen. Und dann könnte ich hier eine Leiter hinbauen. Licht. Sieht gut aus. Hier ist eine Säule. Diese Höhle ist also auf jeden Fall künstlich gebaut worden. Und endet auch schon. Ja gut, das war ja mal eine schnelle Erfahrung. Ah nee, okay. Da hat sich das hier direkt wieder erledigt hier. Komm her. Hä? Wo ist die Fackel? Egal. So. Achso, ich würde hier noch die Kohle abbauen. Ich setze mal die Fackel vielleicht eins weiter. Ach, einfach dahin. Ein fucking Magier. Der hat aber Damage. Holy shit. Digga, hat er. Kann der Fernangriff machen? Der war doch gar nicht in meiner Range, trotzdem kann er schon Schaden machen hier. Was ist denn los mit dem? Keine Respekte mehr. So, genug Kohle abgebaut. Ist mir ein zu heißes Pflaster. Komm her. Hier könnte man auch schon hier. Gravel abbauen. Der falsche Richtung, hier geht's lang. Gut, an die Fackel komme ich nicht mehr ran. Wobei. Ah, nice. That was a nice one. Komm hoch mit dir. Also, das Gravel kann ich immer abbauen. Das ist so schön viel. Auch wenn ich mal raufkomme. Goddammit.
Ist ja wirklich eine ganze Menge hier. Gefällt mir. Ich glaube, da machen wir uns direkt mal noch eine Schippe. So viel Gravel an einem Fleck, das müssen wir direkt mal ausnutzen. Wobei, jetzt machen wir besser erstmal in der nächsten Folge. Wie ist sie dann?